Also ich bin 65 Jahre und bin sterbenskrank, weil ich vor 16 Jahren fing eine Krebserkrankung an. Da wurde meine rechte Niere entfernt und 2005 ging es dann weiter mit dieser schlimmen Krankheit, mit Brustamputation und Knochenmetastasen. Und jetzt am 1.12. ist der Oberarm gebrochen und ich habe also Krebs im Endstadium und es gibt für mich keine Hilfe mehr. Ich bin aber trotzdem sehr gefasst und fühle mich ausgeglichen und stabil psychisch, weil ich die richtige geistliche Begleitung und den geistlichen Weg für mich, religiösen Weg für mich gefunden habe. Diese religiöse Interesse fing damals an, als ich in meiner Ehe Schwierigkeiten bekam. Da fing ich an, nach Gott zu fragen. Ich war verheiratet und wir bekamen zwei nette Kinderchen und ich wollte sie einfach, ich fühlte mich überfordert, sie für das Leben richtig vorzubereiten und hatte das Bedürfnis, sie mit Gottes Hilfe großzuziehen. Und da merkte mein Mann und ich, dass mein Mann Atheist war. Er wusste früher nicht, was das war, Atheist. Und ich war damals gerade 19, als wir heirateten, und ich wusste gar nicht, dass ich so ein starkes religiöses Bedürfnis hatte, weil ich in einem Elternhaus groß geworden bin, das überhaupt gar kein Interesse für Gott und Religion hatte. Deswegen war mir das auch nicht bewusst, welches Bedürfnis ich hatte. Und nachdem mein Mann die religiöse Kindererziehung immer stärker bekämpft hat, habe ich dann Hilfe gesucht und bin zu verschiedenen also religiösen Organisationen gegangen, um mich zu stützen zu lassen und eine geistige, göttliche Anbindung zu finden. Und was ich sehr lobend erwähnen möchte, ist, dass ich dann schließlich zu Zeugen Jehovas kam. Das heißt, sie standen dann vor meiner Türe und sie haben mich 16 Jahre lang begleitet. Vor allen Dingen bei der Kindererziehung. Und sie haben ein sehr stark ausgeprägtes soziales Eingebundensein, was mir dann geholfen hat, meine Kinder biblisch zu erziehen. Aber mit der Zeit, als ich dann diese Unterstützung als die Kinder älter wurden und ich die geistliche Unterstützung nicht mehr so dringend nötig hatte, wie am Anfang, merkte ich, dass mir etwas in dem religiösen Weltbild sehr fehlte. Da waren Fragen, die nicht mehr beantwortet werden konnten. Aber die kamen erst im Laufe der Erfahrungen des Lebens mit Problemen, wo ich dann keine Antwort fand. Und da hat es dann nicht mehr gereicht bei Zeugen Jehovas. Und ich habe mir das Abendland sozusagen mit dem Morgenland verbunden. Das heißt also für mich die Bibel mit der Bhagavad Gita, die ich dann in die Hand bekam. Und zwar habe ich die erst im August vergangenen Jahres in die Hand bekommen durch eine Freundin. Und da wusste ich, das ist das, was ich gesucht habe. Da werden mir alle Fragen beantwortet. Das muss das Richtige für mich sein. Und habe das dann durchstudiert und habe mir einen Ordner angelegt und die ganzen Kapitel nach Themen rausgeschrieben. Ich habe es da im Regal und das hat mir kolossal geholfen, weil da nämlich zum Beispiel das Sterben, der richtige Zeitpunkt, das war genau das, was ich brauchte. Das konnte mir niemand anders sonst geben. Und das ist dann, oder die Seele, die Existenz einer Seele. Warum muss ich mich um die Existenz einer Seele kümmern? Aber dadurch wurden mir viele Fragen beantwortet.
bezüglich Vergehen oder Sünden oder so, weil ich dann Gott nicht die Schuld zuweisen konnte für mein Leiden. Ich hatte durch dieses karmische Prinzip dann die richtige Einstellung, dass ich meinen Leiden jetzt selber verschuldet habe und dass es nur die Barmherzigkeit Gottes ist, dass er mir das zeigt und die Strafe, die ich eigentlich dafür brauche, in Anführungsstrichen, wesentlich abschwächt. Denn wenn es eine Existenz der Seele gibt, habe ich schon viele, viele Leben vorher gehabt und viele, viele Schulden vergehen aus Unwissenheit, aus religiöser, falls ich falsche Erziehung oder so mir aufgehäuft. Und da haben sich im Laufe der vielen Leben viele Fragen aufgebaut, die dann sukzessive mit den Erfahrungen des Lebens dann in meinem Kopf auftauchten. Und da habe ich natürlich dann nach dem passenden Partner, religiösen Partner gesucht, der mir da die Fragen beantworten konnte. Und ich habe sofort, als ich die Bhagavad Gita bekam, habe ich dann hinten nachgeschaut nach der Kontaktadresse und habe dann tatsächlich eine Telefonnummer gefunden und habe die gleich in mein Handy einprogrammiert. So, das war jetzt der Weg. Dann muss ich noch einfügen, zwischen dem Weggang von Zeugen Jehovas und dem Beginn der Meditation und dem Krishna-Bewusstsein durch die Bhagavad Gita ist ja eine große Lücke. Ich habe dann nämlich in der Zeit meinen Mann verlassen müssen, weil er tägliche Angriffe mit Brotmesser auf mich ausgeübt hat oder auf mich losgegangen ist und einfach unzumutbare Zustände sowohl für ihn als auch für mich waren, sodass es für die Kinder auch vor allen Dingen untragbar wurde. Und da habe ich mich dann entschlossen, den Kindern nicht mehr dieses Vater-Mutter-Modell zu bieten, weil es für sie schädlich war und auch für uns alle, und bin dann gegangen. Meine Tochter ist dann mit mir gegangen und sie ist dann auch später eine Zeugin Jehovas geworden. Also sie hat sich von der Bibel sehr ansprechen lassen und von der göttlichen Energie und der Persönlichkeit Gottes. Nachdem sie dann aus dem Hause war, fing dann meine erste, nach dem Weggang aus der Ehe, fing dann meine Krebserkrankung an. Das war der Auslöser der Krebserkrankung meiner Niere, die dann entfernt werden musste. Das war, dass die Ehe zerbrochen ist, weil ich mir immer eine heile Ehe gewünscht habe, wo die Kinder in Geborgenheit, in einem geborgenen Nest aufwachsen können mit Vater und Mutter. Und das hat mich dann so krank gemacht, dass ich da krebskrank wurde. Und diese Krankheit hat mich immer weiter auf den Weg geführt, auf den Pfad, immer nach der Suche um Antworten. Und trotz dieser überstandenen Krebserkrankung bin ich dann berufstätig geworden, habe noch Ausbildungen gemacht als Masseurin oder als Masseurin, wie man sagt. Bin dann noch Krankenschwesternhelferin geworden, habe ein Praktikum in der Onkologie gemacht, habe dann krebskranke Menschen sterben sehen. Und das war alles wichtig für meine spätere Lebensentwicklung.